geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In dieser Folge sind wir natürlich wieder auf dem A5, um natürlich unseren Sheriff-Tätigkeiten wieder gerecht zu werden. Und am Anfang hatten wir ziemlich viele Bambi-Konfrontationen. Die einen waren friendly, die anderen waren, naja, nicht ganz so friendly. We want to help you. Nice, man. You are beautiful, man. Daumen nach oben, ey, du bist der Wahnsinn. Ich check deinen Puls, starker Puls natürlich jetzt an der Stelle, Pex. Das ist ein richtiger Penner. Und was darf natürlich in einer guten DayZ-Folge absolut nicht fehlen? Genau, der absolut kranke Fight. Und genau deswegen hat uns unser Weg nach Kamishovo gebracht. Da unten ist einer. Schuss von links oben, mich hat's erwischt. Los. Bist du das da vorne? Nee, schieß. Hat einen Hit. An dieser Stelle würde ich jetzt sagen, lehnt euch zurück, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Am Ende vom Video kommt nämlich noch eine kleine Information. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Das sieht ja geil aus. Aus. Mach da die Robbe. Mach die Robbe. Trainier lieber die Bauchmuskeln, genau. Jawohl, komm. Und noch einer. Da geht noch mehr. Oh. Da waren Schüsse. Wo? Ah, da. Oh ja, krass. Der Bex wird immer gefährlicher, Alter. Ich? Ja. Quatsch. Nehmen wir das Militärding da oben noch mit, oder? Vielleicht filmen wir noch ein bisschen Dosenspeck oder sowas. Schmeiß mal ganz kurz was. Was ist das? Oh Mann. Ich hab Schaden genommen. Das war eine Blendgranate. Ich aber auch. Ich mach ein bisschen Schaden. Alter, ich war voll weit weg. Ich war andere Straßenseite. Ich war auch da hinten am Zaun und ich hab jetzt ein Drittel verloren. Ich hab dich extra gefragt, was du geschmissen hast. Nur eine Blendgranate. Sogar bei mir ist was weg und ich war voll weit weg. Alter, ey, das war jetzt nicht geplant, Jungs. Tut mir leid. Ja, ist klar, Percy, natürlich. Er wollte uns töten. Ich hab noch eine. Nein! Aber diesmal schmeiß ich sie woanders hin. Ich will die Dinger gerade loswerden. Warte mal, wir haben jetzt absoluten Zombie-Agro hier an der Stelle schon wieder, ne? Puff. Ich geh ins Double Green mal rein. Sex neues im Messe. Ja. Ah, okay. Hier unten ist aber alles offen. Oben ist safe. Bambi läuft jetzt Richtung Scheune. Oh Gott. Bro, du musst ein bisschen vorsichtiger sein. Wir haben dich im Visier. Ja, aber ist von unserem Glück noch gar nichts. Yo, yo, Bro. Hallo? Hey Buddy, vielleicht ist er noch zu weit weg, ja? Ich glaub, der hört uns nicht. Ne, das glaub ich auch nicht. Yo Bro, what's up man? Oh, I think you can hear us man. Hello? 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 Hey Buddy. Der läuft so zielstrebig zu den Hallen. Oh ne, okay. Jetzt. Yo Bro, what's up man? Do you have a mic? Good evening. Hey Bro, do you have a mic? Hey buddy, why you run away man? Hello. We are friendly. Bro, why you run away? Stop. We wanna help you. We got food. We got something to drink. Was ist denn jetzt? Ich weiß nicht ganz. Ich glaube, der ist tot, Mann. Yo, Bro. We wanna help you, man. Einer von euch? Das war Bex, glaube ich, ja. Wer war das? Bex oder du?
quasi. Nee, nee, es war Bex, das war Bex. Ist er tot? Ja. Ja, der direkt oben. Achso, der ist gar nicht mehr hier drin, oder was? Der ist da hinten gewesen auf der Bahngleise. Ich hab gedacht, der ist hier drin. Hab ich auch gedacht. Ich wollte noch voll nett mit dem reden. Ah, Zombie. Alles klar, Zombie. Machen wir mal die Zombies kalt. Geht doch eh nichts. Nate? Das war keine Scheint alle zu viel Munition zu haben. Ich will nur die Sache eigentlich so leer ein bisschen. Da gib her, wenn du sie leer hast, schließt sie leer. Ja, dann komm, darfst du auch. Eigentlich als Sheriff müssten sie doch jetzt was machen dagegen. Nee, das waren Querschläger, ich hab's gesehen. Okay. Die Beweismittel zeigen auch genau dasselbe, dass er eigentlich gar nicht auf ihn geschossen hat, sondern auf das Reh, was 2 Kilometer weiter war. Das Problem ist nur, genau der Bambi oder das Bambi ist direkt vor das Reh gelaufen. Ja, ist dumm gelaufen. Es war ein Unfall. Der Sheriff. Ja. Sie sind der Sheriff. Sie haben die Beweise untersucht, also wir vertrauen ist halt ihnen das. Passiert, weil er nicht dann geredet so. Hat und weggerannt ist. Ja. Ich hab nur. Wäre auch nicht in den Schuss reingelaufen, wo ich aus Bambi schieße. Auf das Reh schieße. Ja, genau. Also siehst auf du? Bambi, weißt du? Siehst du? Ja, es ist halt wirklich so, ne? Da ist ein Bambi hinter uns. Echt jetzt? Ja. Oh ja. Yo, Bro! What's up, yo, man? Bro. Oh, er rennt weg. Hey, Buddy! Stop, man! We wanna stop. Help you! Come we on, got bro. Something friendly. To eat, drink, we are friendly, man! Friendly! Ah, oh, Mann, wieder so einer, der wegrennt. Friendly, man! Friendly, man! Friendly! What's up? Hey bro, do you have a mic? Percy, nee, wir hören dich nicht. Hey dude, do you have a mic? Hello, we are friendly. Du bist doch bestimmt ein Deutscher. Killer Clown. Ja. Wenn du Deutsch bist, dann spring mal. Hörst du uns? When you can. Bestimmt noch. Can you hear us? So crouch one time. Ich glaube, er will sterben, oder? Hm. Oh, yo, buddy. Einmal nur. We want to help you, boy. What's up, man? Why you look so angry, man? We want to help you. Nice, man. You are beautiful, man. Buddy, I'm come close to you. I whisper something in your ear, man. Come on. Hello? Als Walking Dead Fan müsste man doch eigentlich wissen, was flüstern bedeutet. Ja, man, Whisperers. So, by the way, ne? Mm. Hast du irgendwie einen Schlaganfall oder so? Ja. Daumen nach oben, ey, du bist der Wahnsinn. Ich check deinen Puls. Starker Puls natürlich jetzt an der Stelle, Bex. Wir müssen ihn natürlich verarzten jetzt. Wo will denn der hin? Okay, bye bye. Hallo? Hey, Dilip. Hey, bleib hier. So, hab ich das aber jetzt nicht gemeint. Ich erschieb dich. Nein, nicht töten. Lasst ihn laufen, oder? Ja, wir sind doch die Sheriffs, liebe Leute. Wir helfen doch, wo wir können. Wir könnten ihn auch einfach umbringen und hier einfach in die Mülltonne schmeißen. Was geht denn jetzt ab, alle? Wo kommen denn die alle her? Yo, die kommen über den Zaun gesprungen. Dann nehmen wir uns das Messer und metzeln doch auch mal ein paar. Warum wollen die alle zu euch? Okay, wir geben euch Deckung. Okay, dann verbinde ich mich kurz. Lass mich doch dich verbinden, mir fehlt immer noch die Trophäe. Da vorne läuft ein Bambi. Dann komm schnell her, dann verbinde mich. Und auch her, verbinde. Yo, Bro, what's up, man? Hey, what's up, buddy? Do you have a mic? What's Hello? Up? Ey, what's up? Ey, du bist auf hallo, Deutsch. Hallo, was geht? Ach, du bist das. Weißt du was? Kannst du dich noch an mich erinnern? Das ist ein richtiger Penner. Richtiger hinterlistiger Wichser ist das. Holy shit! Was ist hier los? Ja, ich hab mit dem schon Erfahrungen mit seinem Kollegen gemacht. Ich hab ihn auch schon gestern. Nicht nett. Ich bin nett, die Jungs. Okay. Ich guck mal, ob sein Kollege auch drauf ist. Das war mal kurzer Prozess. Ich hab den Namen nur gelesen.
Und da krieg ich schon 1 zu viel. Deutsche Papiere direkt. Wusste sofort Bescheid. Mit dem, hattest du nicht mit dem auch schon? Das hab ich dir auch erzählt. Ich hab ihn auch direkt erschossen danach. Ja. Wo du mir das erzählt hast, habe ich ihn sofort danach noch gewünscht. Hinten ein Arschloch, oder was? Ja, und sein Kollege auch. Riesen. Oh ja. Wie heißt der? Deutsche Papiere. Und den sein Kollege? Warte, ich komm auf den Server. Irgendwas mit EU. Kurze Info hier am Rande, nachdem wir in Elektro auf keinen Spieler mehr getroffen sind, wir aber von weiter weg ziemlich viele Schüsse gehört haben und es hat sich schnell herausgestellt, der Punk geht ab in Kamischowo. Also haben wir uns sofort auf den Weg dorthin gemacht. Am Jamaika-Haus steht ein Spieler. Ach shit, der ist jetzt hinterm Zaun. Der Zaun hat sich nicht aufgebaut. Rot-grünes Jamaika-Haus, wo der Zaun außenrum ist, war einer mit dem Rucksack. Hatte, glaube ich, auch eine Waffe in der Hand. Seid ihr weiter vorgelaufen? Ich bin hier neben dem Felsen, etwa ein Stück darüber, 10 Meter. Ich glaube, das könnte Police gewesen sein, etwa die Ecke. Ah, ne, Leuchtspur, da. Unten kommt ein Auto. Auf uns, wer schießt unten? Keiner von uns. Wer hat jetzt gerade. Wer schießt da jetzt gerade? Das hört sich doch neben mir an. Ja, ja. Das ist bei uns. Am Auto hier unten. Oder hier am. Hä? War das keiner von uns? Nein. Nee. Nein. Ich hab nur das Blutspritzen auf einmal sehen. Da unten ist einer. Müsste dead sein. Ja, er ist runtergefallen. Ja. Okay. Er ist bewusstlos. Da war er. Aber nicht alleine, ne? Über euch im Wald. Push mal ein Stück weiter rein. Richtung Stadt. Hast du den gefinisht? Der ist nur bewusstlos, ne? Ne, hab ich nicht. Covert mich einer ganz kurz. Ja, ich bin hier oben. Komm zurück. Ich bin freie Schussbahn eigentlich. Ich stehe oben an dem Stein. Muss mal gucken, der liegt hier unten. Nein, der ist tief. Der ist dead. Der ist dead. Ich hab deine Schüsse nicht gehört. Aber der war equipped. Da müssen wir aufpassen. Der hatte eine Plattenweste, ne? Scheiße. Und Leuchtspurmunition kam von der anderen Seite vom Berg. Ja, da vorne Richtung zu dem Jamaika-Haus sind die eingeschlagen. Bist du sicher, dass der nicht alleine war? Oh, ja, Zombies sind hier. Ah, Zombies, Agro. Bex, auf welcher Höhe bist denn du gerade? Ich bin rechts unter euch, hier, ich komme gerade hoch. Ah, okay, da bist du. Der liegt da unten auf dem Felsen, aber ist mir gerade zu unsicher, den zu looten. Schau mal. Oh. Hast du ihn gesehen, die Leiche? Nee. Die liegt direkt unter mir. Direkt hier, also hier vorne und dann hier runter. Aber ich, glaub, da ich weiß du gar nicht drauf. Das ist mir viel zu unsicher. Da verlierst du nur noch ein Leben, weil. Beiges Haus. Laufen wir durch den Wald oben in die Stadt rein oder unten durch? Ich bin so unschlüssig, wir müssen nur aufpassen. Rot-grünes Gebäude an dem Zaun, da war wieder einer. Wo der jetzt natürlich hin ist. Hat er noch M4-Mac vielleicht? Das Ding ist halt, wenn die den scheiß Glitch benutzen, ne, dann brauchen wir uns da gar nicht anpirschen. Ich hab nichts erwähnt. Es gibt jemanden, der den Glitch nicht kennt. Oh mein Gott. Also sie liegen auf jeden Fall Leichen der Police drin unten. Mhm. Okay. Also zerschnittenes Menschenfleisch. Nee, das kaputte Fenster unten. Und links. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach links hier am Berg und dann rüber auf den anderen Berg. Lass uns den linken Berg aber von oben runter pushen, oder? Falls da welche sind, dass wir die drücken. Was ist das da vorne? Ah, ne. Oder? 50 Meter. Doch, da sitzen zwei im da Busch. Wollte ich gerade sagen. Einer dead. Wo ist der andere? Der andere rennt runter. Rechts runter.
nicht mehr. Ich wollte doch gerade sagen, Alter. Ich hab gedacht, Bug. Vorsicht, nicht, dass der jetzt irgendwie sniped. Der hat übel schnell gepusht. Der eine ist aber runtergekommen. Nice. Warte mal, da links oben hat sich gerade was bewegt, aber geradeaus. So durch die Bäume durch. Nee, ist gut, war ein Baum. Schuss von links oben, mich hat's erwischt. Bist du tot? Nein, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich muss in der Tanne bleiben, ich habe keinen Sound mehr. Ich habe halbes Leben. Wo bist du? Ich schließe direkt das Spiel, damit ich direkt neu komme. Boah, einer leckt. Ich muss ziemlich weit nach links pushen kurz. Alter Schwede. Ich brauche eine Kodein. Ich gerade herbe. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der da oben ist. Auf jeden Fall links oben irgendwo kam der Schuss her. Ich bin hinter Bex, glaube ich, oder? Wo seid ihr? Ich sehe keinen. Ich bin hinter euch beiden. Scheune treffen, Bex? Ja. Okay, dann lass runter zur Scheune erstmal. Ich sehe einen bald. Ja, ich hoffe nicht, dass du auf uns schießt. Wir sind jetzt vor der Scheune, am letzten Baum. Komm jetzt in die Scheune. Hab ihn. Nice, Bex. Okay, aber dann der war, glaube ich, nicht equipped. Wenn dann nur eine Waffe da. Wo seid ihr? Wir sind jetzt in Richtung Scheune. Ich glaube, ich sehe dich da oben. Ja. Perfekt. Granny, ich glaube, das war nur ein Bambi mit einer Waffe. Ja, gut, aber der eine. Ich weiß nicht, aber ob das Bambi ist. Er hat sich in der Tanne versteckt. Okay. Ja gut, ich habe halbes Leben, also wir probieren's. Wir pushen da jetzt hoch, oder? Ja. Ja, erstmal ganz hoch, ne? Geradeaus. Ja. Aber sitzt sie da einfach in der Tanne, ich will wissen, was es war. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Baumstumpf oder so, der umgekippt da liegt. Ja, ich habe auch erst gedacht, das war ein Fehler. Ich habe gedacht, das wäre ein Texturfehler. Liegen da zwei und machen Liebe in einem Busch? Liebe Leute! Können die sich nicht ein Zimmer nehmen und abschließen? Echt? Das will sich doch keiner angucken. Kurze Info hier am Rande. Leider hatten wir den absoluten Daisy-Moment, ein Server-Restart. Deshalb mussten wir wieder drauf joinen und Percy war der Erste, der gejoint ist. Und leider war es auch der Erste, den wir verloren haben. Bist du das, Bex, da vorne am Stein? Ja. Das bin ich. Ah, das bist du, okay. Ja, hier liegt eine Leiche von irgendjemandem. Das ist Percy. Ich komme jetzt wieder. Da ist Ben. Hier. Benny treffe ich hier gerade. Ich glaube hier in den Tannen, hier runter muss er sein. Warte, ich geh mal kurz Spielschritt. Let's go, Rache für Percy. Warte mal, wo Bex, du bist da lang gerannt, okay. Dann war der aber wirklich schnell, ne? Ey, jetzt tötet er mich nicht. Ich höre nur die Steps, ich sag noch Steps und auf einmal Schüsse. Ich bin tot. Bist du das da vorne? Nee, ich bin schon. Hat einen Hit. Folgt den Schüssen, folgt den Schüssen. Ja, ich bin hinter dir, nur ich sehe ihn. Der ist irgendwo hier vorne. Wo ist der hin? Ich guck linksseitig. Ich bin rechts. Ich bin in Elektro. Den nicht. Ich auch nicht. Alter, wo ist der hin? Houdini oder was? Ich bin ein bisschen weiter rechts oben jetzt. Ne. Steppst du? Ja, das bist du. Ja. Keine Ahnung, wo der hin ist. Der kann ja nur weiter runter sein dann, ne? Eigentlich schon, ja. Oder habe ich ihn erwischt und der ist hier umgefallen? Weil ich habe gesehen, der hat geblutet. Ein Hit hatte er. Also hier liegt Granny. Und angehittet habe ich ihn auf der Höhe hier. Ne, der liegt nicht da. Irgendwo links runter, aber ich habe ihn nicht gesehen. Der muss unterhalb sein.
Alter, fucking Houdini. Aber ich wette mit dir, der ist da unten irgendwo in den Tannen. So weit war der von mir nicht weg, wo er mich getötet hat. Nee, nee, war er nicht. Also, Luke hat ihn ja gesehen. Ich habe ihn angeschossen. Das heißt, der kann eigentlich nur... da unten rennt er, linke Seite unten. Nice, Bex, sehr schön. Ist der tot? Ja, der ist umgefallen. Ich weiß nicht, ich habe durch ein Gebüsch gefeuert, ich habe nicht gesehen. Sehr geil. Jetzt kurz aufpassen, nicht, dass der noch seine Mates hier irgendwo rumrennen hat. Aber das muss der gewesen sein. Hat der einen Schuss? Bei Kameka oder? Ich loot den schnell. Ja, ich gebe dir Deckung. Okay. Hat der einen schwarzen Rucksack? Weiß ich nicht. Oh, ich brauche ein bisschen lang, sorry, aber... Alles gut, Bex, alles gut. Ist ja, alles safe. Weiße Armbinde einstellen. Alles safe, sagt er. Alles safe? Hier wird geschossen? Warte mal, hatte der noch was Bestimmtes? Irgendwie M4 technisch? M4 Muni, ja. Oh, das wäre geil. Sorry, hab ich vergessen zu sagen. Ich leg mich kurz. Ich hoffe, ich finde ein Auto, dann kann ich durchfahren. Komm, mach keine Flachsen, dass ich jetzt abgeknallt werde oder so. Wer den erwischt hat. Schuss auf mich. Ich bin bei dir, ich bin bei. Sehen nicht. Ich sehe. Hat einen Hit. Ich habe rotes Leben. Hat noch einen Hit. Ich kann. Ich muss nachladen. Shit. Ich muss manuell nachladen. Wieso lädt meiner nicht nach? Ich muss mich kurz verbinden. Ja, ich habe ihn jetzt aus den Augen verloren. Der muss sich aber bandagieren. Ich steppe hier jetzt gerade oben rechts, wo wir vorher waren. Ich komme gerade wieder hoch, aber ich habe halt rotes Leben. Ich komme zu dir. Codein-Tablette genommen. Ja, hier weg. Ja, lass mal hier weg. Runter zur Scheune vielleicht, kurz safe gehen oder so. Oh, ja, fall noch über eine Wurzel, Bex. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich, da bin ich. Und der ist da lang gerannt. Ich hab den ziemlich angehittet. Ich hab jetzt rot blinkendes Leben, weil ich über die Wurzel gefallen bin. Shit. Ja, dann lass das mal weg. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Wir wollten natürlich auf Percy und auf den Granny warten. Deswegen haben wir uns Schutz einer großen Tanne gesucht und haben die Nacht dort abgewartet. Leider ist in diesem Moment, wo ich mich in die Tanne gesetzt habe, ein gegnerischer Spieler an meiner Tanne vorbeigelaufen und hat mich über den Haufen geballert. Zum Glück hat Bex mich natürlich gerecht und hat ihn über den Haufen geballert. Ich mache mich so schnell wie möglich wieder auf den Weg nach Kamishovo, dass wir da erstmal zusammen rauskommen. Willst du echt mit dem Auto fahren? Jo, ich bin guter Autofahrer. Okay. Das hast du jetzt gesagt. Okay. Es geht auf deinen Nacken jetzt, ne? Okay, wo wollt ihr hin? Richtung Balota vielleicht? Okay, dann haben wir nach Balota durch. Oh. Ich hab komplett ein Standbild. Oh Gott, ob wir es nochmal überleben. Ah ja. War das eine gute Idee, ihn wieder ans Steuer zu lassen? Nein, überfordert der Gute. Haben Sie denn überhaupt einen Führerschein, mein Guter? Ja, ne? Gibt ja niemanden, der dich überprüft. Außer der Sheriff. Wenn ihr mich anguckt. Hast du Nackenschmerzen? Ja, mir zieht's im Nacken. Vorsicht, Straßensperre. Ja, alles gut. Hab ich alles. Egal, Auto ist kaputt. Vom Kühler her. Da vorne steht noch ein Auto. Ich weiß nicht. Ich bin schon auf dem Weg. Keine 20 Meter! Keine 20 Meter! Einmal mit Profis. Jetzt geht's los hier. Wow! Das war ein Geisterfahrer? Ne, wir sind die Geisterfahrer. Jetzt.
Achso, wollt ihr nicht Military? Ja doch, gute Idee. Ach so, wir sind ja Militär. Hey, knallt ihn ab! Ich hab keine Waffe dafür. Wen denn? Den am Auto, scheiße. Oh, der hat einen Unfall. Der hat mich gelegt, ja, Mann! Der ist dead? Als ob, ist das nur einer? Nee, der fährt noch. Full equipped sind die. Ja, let's go, wir brauchen Stuff. Keine Ausdauer. Aber komisch, der Fahrer hätte tot sein müssen, so wie ich getroffen habe. Deine, warte, boah. Einer ist tot, die sind tot. Alle tot. Vorsicht, Motor ist noch an. Hä, wo ist der Fahrer? Der ist rausgesprungen, glaube ich, oben. Nee. Vorsicht, nicht, dass der da rumeiert. Ich kann die Leiche nicht rausziehen. Nope. Darf ich die M4 haben? Rote Halle? Ja, oder? Ja. Selbst die ganzen Sachen von dem sind alle kaputt, ey. Ich mach mal vorne zu. Okay, ich check den hinteren Raum. Boah, ey, das haben die es mir aber ganz schön gegeben. Liebe Leute, an dieser Stelle eine kleine Information. Wir haben uns hier ausgeloggt und haben einen Tag später genau an dieser Stelle weitergezockt. Thank you very much, my friend. Sorry, das wollte ich nicht. Was habt ihr gemacht? Lex? Der hat ihn fast abgeknallt. Er hat auch noch die La in der Hand. Alter, ich wäre instant umgekippt. Willst du jetzt auch ihn noch abknallen wie mich gestern? Alter. Er drückt da halt gleich mal hier. Ich weiß nicht, warum ich L2 gedrückt habe. Ich wollte eigentlich nur die Animation mit L2 wegmachen. Spieler vor uns oder ein Zombie. Vorne an der Türe. Der ist gerade von rechts nach links gelaufen. Oder ja, ist man Zombie? Ich höre hier wegen links einen Zombie. Ich push mal raus rechts Richtung Säule. Ich hoffe, dass es nur der Zombie war. Ja, könnte ein Zombie gewesen sein. Da draußen steht ein Bauarbeiter. Oh mein Gott, mein Herz. Fängt ja schon mal super wieder an, liebe Leute, wenn man rein spawnt und gleich einen Herzinfarkt kriegt. Das machen wir ganz taktisch hier. Immer nur einen Zombie reinlassen. Tag der offenen Tür. Wer ist tot? Das ist von wo? Dach. Vom Fenster über dir jetzt. Ich habe eine Schnittwunde, rotes Live. Vorsicht, Zombie bei dir. Ja, mach ihn weg. Der steppt bei mir oben. Sofort ready. Der geht die Leiter runter. Noch ein Zombie. Doch, vorne an der Tür. Nice, den haben wir auseinandergenommen. Armer Schlucker. Too good for you, heißt er. Ich geb ihm einen Dropshot, ne? An der Stelle, liebe Leute, greift uns nicht an, wenn wir spawnen. Das ist nicht gut für euch. Ich mach mal kurz bei mir die Tür raus. Ich hatte so Angst, dass du mir in den Hinterkopf schießt. Ne? Nee, ich war ziemlich weit rechts. Bei mir ist die Tür offen. Deswegen habe ich mich auch hingelegt. Okay, ich bin jetzt an der Straßensperre in Tschernow. Vor der Baustelle. Ich war Türe. Okay. Das war ich. Ich habe beide zugemacht. Die Fenster da oben, da hat der runtergehängt. Die Drecksau. Selbst draußen. Türe. Der geht Leiter hoch irgendwo. Gibt es noch einen anderen View? Nein, ne? Du kannst nur da oben hin. Ich weiß es nicht. Er ist hier vor der Tür.
Türe geht auf. Aimst du? Nein, ich kann noch nicht aimen, weil ich im Türrahmen stehe. Er hat eine Nade gezückt. Bin bei dir. Nein! Ach man, spiel doch nicht so. Egal, weiter, komm. Holen wir. Ich versuch da zu spawnen. Der schießt bei mir gegen die Türe. Ich bin fast da, ich bin jetzt an den zwei Silos hier in der Straße. Ja, Vorsicht, der steht direkt bei mir vor der Tür. Eine Pistole habe ich noch dabei, vielleicht kann ich ihn überraschen. Ich weiß nicht, wo der ist jetzt. Ich habe fast angefangen zu weinen. Ja, immer noch da draußen. Achtung, ich bin jetzt oben. Ich komme jetzt runter zu euch. Ja, du musst aufpassen, direkt an der Lagerhalle, Haupteingang. An der Backsteinhalle seid ihr, ne? Ja, da steht der. Ein Elektro-Schlauch jetzt. Nice. Der ist vorne an eure Tür. Direkt an der Türe? Um der Ecke rechts. Kann der durch die Türe gucken bei mir? Ich überrasche ihn jetzt. Warte, ich gehe raus und schieß mit ihm. Ich hab die Pistole auf ihn angeschossen. Ich bin tot. Der ist gehittet. Geh schnell raus. Der humpelt. Der ist komplett rot. Ist dead. Stark. Nice, Percy. Bitte schon. Aber stark. Dafür hast du dich jetzt geopfert. Das ist scheiße. Ja, egal. Ich hatte halt nur die Pistole. Kein Schutz, nichts. Aber das war es mir wert. Aber nice gespielt, ohne Witz. Das nennt man Kameradschaft, liebe Leute. Bex, ich hab dich zerschnitten. Ich zerschneide auch mal kurz den anderen hier. Pass aber auf, die kann auch wieder schnell da sein. Ja. Percy, wenn du schaffst hier zu sein, der Typ hatte noch eine M4, der ist eigentlich gut equipped. Ja, ich spring gerade eben vom Hochreis. Ich bin gerade oben im Norden gespawnt. Also diese Halle ist der letzte Müll. Guck mal da geradeaus. Von der Brücke kannst du hier reinsnipen. Dann vom Militärgelände oben auf dem Berg kannst du reinsnipen. Was ist das für eine Halle? Guck mal hier. Liebe. Hier. Da hauen wir sofort ab. Ja, würde ich sagen, weil die Halle ist echt absolut beschissen. Das war Bex hier, oder? Oder war das da? Oh, oben fährt ein Auto. Fährt jetzt nach links. Richtung Oni Space, Vorsicht. So schnell Magazin, so. Bin an der ersten Brücke vorne. Luciano. Alright. Welche Richtung? Schüsse kamen aus Panzerrichtung. Oder Tscherno. Ja, Panzerrichtung, ne? Mhm. Der Panzerrichtung waren jetzt gerade Schüsse. Schüsse hinterher? Ja. Von mir aus gerne. Let's Action. Go. Ach komm, Alter. Ich kann schon wieder nehmen. Komm mal, ich mach's kurz und schmerzlos. War das schon wieder unser Todesurteil? Hier ist ein Bambi. Hier ist der Schoko. Hier sind noch andere Spieler. Und so zwei andere. Oh, oh. Direkt hier vorne am Main-Gebäude, Haupteingang. Also hinten. An der. Oh, Scheiße. Ich sehe keinen. Ich auch nicht. Zurück zu den Sandbags. Ja. Gibst du mir kurz Deckung, dann renne ich zurück. Ja. Wer steppt da noch? Ich bin hier noch bei euch. Hinter den Sandbags. Ja, ich komm. Wollt ihr rechts checken? Ich check links. Ja. Ja, Zombie-Agro direkt, Main-Gebäude, die rennen gerade auf die Terrasse. Ich denke, die chillen da jetzt gerade im Gebäude. Ich komm zu euch, ich step. Ja. Aha. Okay. Wollen wir hin? Rechts rum. Würde ich auch, aber rechts ums Gebäude noch, oder? Ja. Große Halle wäre vielleicht geil. Haben wir kaum Deckung. Stimmt auch, aber ja. Zählt keinen. Ich auch nicht. Komm, ich push in die Halle. Alles clean.
das schon wieder fucking Houdini oder was? Ich weiß es nicht. Ist einer von euch drin? Nee, ich bin nur in der Halle. War die hintere Türe offen zu den Zelten? Die war offen, ja. Wo ich gerade war. Okay. Da kam sie raus. ASD ein. Wo? Nicht mehr im Gebäude. Doch, im Gebäude wieder im Gang. Ich sehe ihn. Brauch Hilfe. Ab rein. Nice. Oh. Das bin ich. Draußen. Da ist noch einer hinter dir hinter. Ja, nice. Sehr schön. Geil gespielt. Jack Field hieß der. Sorry, den sehe ich. Ich habe gerade noch den Namen gesehen. Nee, alles cool. Percy wurde gerecht. Da steppt einer draußen, ein Bambi. Der steppt jetzt zu den Zelten an, den Sandbags. Okay. Ich push den, bevor der irgendeine Waffe grabbt. Game oder was? Weiß ich noch nicht. Okay, ich komme von der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Der ist hier im Busch. Der ist hier im Busch. Der kleine Scheiße hat mich angeschossen. Halt ihn ab. Ja, habe ich jetzt auch. Ernsthaft, Bro? Ich guck den voll friendly an, tu nichts. Und der ballert mich ab. Grüße gehen an dieser Stelle absolut nicht raus, mein Guter. Auto, vor uns. Direkt auf der Straße. Hätte dich wieder gefreezt. Ist dead, oder? Nee. Drecksack. Aber der Friede. Dead auf jeden Fall. Oder? I don't know. Nee. Hab ihn. Bex! Ich hätte ihn gehabt. Mann. Ich hätte ihn gehabt. Ich habe aber voll lang gebraucht, den zu anzuaimen. Ich habe so lange gebraucht, ich hatte keine Ausdauer. Ich bin dead. Von da hinten der Straße. Nice. Nachdem ich natürlich auf öffentlicher Straße absolut hingerichtet wurde, habe ich in Kamenka noch einen anderen Bambi getroffen, der auch friendly war. It's Elias, mein Guter. Grüße gehen an dieser Stelle auf jeden Fall raus. Yo, Bro, can you kill me, please? Oh mein Gott, Digga, als wenn ich dich getroffen habe. Was? Oh mein Gott, Digga. Ich wollte dich schon die ganze Zeit treffen, weil ich hab dich gerade gesehen, dass du hier auf dem Server bist. Okay. Und jetzt hab mich gerade so extra noch gekillt, in Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwo spawnen, zum Beispiel Kami oder so. Und jetzt kommst du hier einfach. Oh mein Gott, Digga. Okay, ja, ich wurde gerade in Tscherno erschossen, deswegen. Okay, ja, nice. Hier, by the way, erstmal hallo natürlich, Grüße gehen an dich raus. Willst du irgendjemanden grüßen oder so? Meine Freunde, meine Familie. Fällt gerade keine ein, irgendwie. Meine Familie. Alles klar, Grüße gehen an der Stelle raus, liebe Leute. Gott auf die Server bei Schokomilch habe ich hier vor so 6 Stunden oder so getroffen. Hab ihm eine FA geschickt, so. Dann habe ich ihn gejoint, nachgejoint. Und dann war ich hier auf dem A5-Server wieder. Habe ich so geguckt, alles drauf ist. Dann sehe ich so, dass Percy drauf ist, dass Bex drauf ist und dass du drauf bist. Dann war ich so bei Setloyas, hab mich dann selber gekillt und bin jetzt hier gespawnt. Dann habe ich es zufällig irgendwie getroffen. Siehst du, so kann das gehen. Jetzt pass auf, jetzt. Weißt du, wie man Schere, Stein, Papier spielt hier bei Daisy? Ja, weiß ich. Okay, dann pass auf. Dann, wir spielen jetzt wir spielen bis 3, okay? Okay. 1, 2, 3. Verdammt, okay, 1-0 für dich. Nächste Runde. Moment. 1, 2, 3. 1-1. Eine Runde noch, warte. 1, 2, 3.
Yes, 2-1 für mich. Also, macht gar nichts. Wenn du möchtest, darfst du mich gerne totschlagen. Ich muss unbedingt so schnell wie möglich nach Cerno zurück, zu Bex und zu den anderen. Ja, ich brauche nämlich meine Hilfe. Ich danke dir. Also, bis dann. Ich hoffe, ich komme auch dran. So, liebe Leute, an dieser Stelle natürlich Grüße gehen hier noch einmal raus. Ich würde an dieser Stelle sagen, das war jetzt die letzte Aktion für dieses Video. Liebe Leute, bevor ich es vergesse, die kleine Information. Ihr habt ja bei mir gewotet im Community-Tab, mit welcher Waffe ich rumziehen soll in Chernobyl und Leute abknallen soll. Die Wahl ist ja auf die CR-75 gefallen, also ihr müsst mich ja absolut hassen. So, by the way. Ja, dieses Video wird auf jeden Fall nächsten Mittwoch erscheinen, liebe Leute. Über eine Bewertung und Kommentare würde ich mich jetzt natürlich mega freuen. Und hier in der Endscene habe ich euch natürlich noch andere DayZ-Videos verlinkt. Schaut doch da mal vorbei, vielleicht habt ihr das ein oder andere Video noch gar nicht gesehen. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.